Mission complete. So. Wollen wir mal weitermachen. Move out. So, was haben wir hier? Eine Menge Battlecopter. Eine Black Bomb vom Gegner. Und ja. In der originalen Kampagne haben wir das Ganze mit Max gespielt. Oder mussten wir das spielen? So hingegen, wegen der ganzen Battlecopter empfiehlt sich eigentlich Sensei. Und weil er sich schon mal anbietet, mache ich das auch gleich. Und es gibt zwei Kurse, mit denen er gut taggt. Das eine ist Hachi, der andere ist Grimm. Und weil wir Grimm noch nicht verwendet haben, genauso wenig wie Sensei, wenn ich das so richtig sehe, benutzen wir die beiden jetzt einfach mal. Einfach wegen der ganzen Battlecopter. Außerdem hat Sensei ein richtig cooles Core-Team. Oh yeah, da kommt Laune auf. Erstmal ein paar Mini-Cannons zerstören. Black Bomb erreicht uns am Anfang sowieso nicht. Die steht da schön in der Ecke geparkt. Dürfen wir nicht vergessen, dass Sensei's Infanterie ebenfalls recht stark ist. Soweit kommt. Die anderen Battlecopter muss ich jetzt trotzdem da nach oben verziehen. Damit sie nicht auf die Idee kommt, das Ding doch da unten hochgehen zu lassen. Der Angriffsreichweite von ihren Panzern. Da oben schauen wir, dass wir erstmal mit der Artillerie alles machen. Vielleicht klappt es ja diesmal sogar, dass ich hier Hauptquartier besetzen kann. Habe ich nämlich noch nie geschafft hier. Immer erst geschafft, sind die Armee komplett auszurotten. Ach, das ist das Schöne an Senseis Battlecoptern. Einfach diese brachialen 50%.
Prozent extra offensiv werde. Das schon mal erledigt. Feuer! Raketenwerfer sind was Tolles. Mit einer 1 HP Medium Tank. Das ist da schon richtig effektiver. Warum eigentlich nicht? Alter Copter Command. Das hat zum einen den Technik-Score noch ein bisschen auf. Ihre Neo-Tanks noch mal ein bisschen ein, dass die schwerer vorankommen. Zwei hier, die können auch noch mal dahinter gehen. Blockieren damit ja auch noch schön die Straße. Jetzt kommt sie mit einer Super Core Power. Dass sie hier kaum Terra hat, dass sie ausnutzen kann. Irgendwie krass, dass da kein Unterschied zwischen Jagdpanzer und Titanpanzer ist. Nur wegen der Deckung. Ja, aber gut, bei 6 Deckung. Da kommt halt einiges zustande. Fangen wir erstmal an, das Hauptquartier hier zu besetzen. Solange der Titanpanzer ja keinerlei Deckung hat, kann ich den hier auch schön während der Super Core Power angreifen. Wobei, den lasse ich da stehen, ich muss den sowieso mal ein bisschen Munition zuschieben. Hier kriegen wir auch noch tot.
noch mal ein paar Infanterieeinheiten rufen. Ich könnte jetzt den Titanpanzer hier rufen, aber wenn es noch nie geschafft hat, das Hauptquartier jetzt besetzen. Machen wir das einfach mal. Man könnte es übrigens vielleicht schon bemerkt haben, aber in der Advance-Kampagne kriegen wir immer doppelt so viele Punkte, wie wir gemacht haben. So gibt es immer schön ordentlich viel Geld und auch Erfahrungspunkte für unsere Crews. Ach, die vierte Mission. Mal schauen, ob ich die wieder in 2 Tagen schaffe. Würde ich ganz, ganz gerne mit Chess machen. Der beste Partner dafür ist Jake. Wir brauchen ein bisschen Glück und ein bisschen Direct Attack. Das kommt hier sehr, sehr gut. Von Jake aus. Der ist ja eh nur zum Supporten da gerade. Gebe ich ihm dann 2 Support Skills, Star Power und loses Glück. So, das sollte reichen. Chess sollte das sowieso alleine machen. Okay. Mal den Bomber runterschießen. Dann der Battlecopter. Den Jagdpanzer hier kriegen wir auch weg. Den hier nur mit Glück. Was wir allerdings haben. Sogar überlebt. Ich bin erstaunt. Das ist klar, dass der da, wenn der ich dem so und so viele Bomber und Battlecopter runtergeschossen habe, dass der da eine Supercore-Power hat. Das ist eine Selbstmordaktion. Das nicht. Das mit der Super Co-Power, das können wir auch. Dafür hat es leider nicht gereicht. Aber dafür reicht das doch. Auch mit 9 HP noch reichen, das die K.O. zu setzen. Und fertig. 2 Tage. Ich mag diese Mission. Jake kommt damit auf Rang 7. Wir haben ihn in der normalen Kampagne sehr oft verwendet.